Das ist schon was Feines. Achso, ja. Das war wieder das von dem guten Presley. Mit F funktioniert das aber nicht. Ja gut, sobald ich die restlichen Marken habe, werden wir uns das nochmal angucken. Was ich denn da genau machen muss. Das habe ich schon. So, wir haben jetzt, glaube ich, noch vier Marken, wenn ich das richtig gesehen habe. Das kann jetzt ein bisschen knifflig werden. Ein bisschen kniewellig. Nee, hier war ich auch schon. Das ist scheiße. Ist das eine Kacke? Vielleicht da drüben nochmal versuchen? Hier kann ich ja wahrscheinlich nicht so rüber, ne? Nee. Nee, nee, du. Ich glaube, da war ich auch schon überall. Ah, es muss mir ja doch noch eine Menge fehlen, ne? Muss man ja einfach mal so sagen. Ansonsten. Ich meine, vier Marken, das dauert ja auch ein bisschen. Ich kann nochmal genau gucken, ob ich was übersehen habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht dran. Ja, als nächstes werden wir die Reaper FFS besorgen. Wie der gute Unbekannte es gern möchte. Das wird auch ziemlich cool. Im Endeffekt ist das unsere Fahrkarte durch das Omega-4-Portal. Soll ich hier hoch? Ne. Um dann zu den Collectors zu kommen. Also es kommen noch ein paar coole Missionen, das kann ich auf jeden Fall sagen. Bisher hat sich das ja ein bisschen gezogen, weil ich meine, gut, die Missionen, die ihr für eure Gefolgsleute macht, sind ja schon ganz cool eigentlich, aber da ist natürlich nicht so super viel Action vorprogrammiert. Aber ich muss auch sagen, ich finde, die Kollektoren sind auch echt geile Gegner. Also das hier ist ja Jokers Dingens gewesen. Vielleicht muss ich auch mal nach Kisten Ausschau halten. Irgendwie ignoriere ich die so unterbewusst immer. Guck mal, da ist doch zum Beispiel noch eine. Das sieht doch sehr gut aus. Babadab, babadab, babadab. Perfekt. So. Ach, guck mal, das ist der Marco, ne? Oh, der war cool. Es hat voll Spaß gemacht, mit dem zu fahren. Ja, dann kriegen wir auch gleich mal wieder einen neuen Flashback. Dass das hier in der Ecke war, ich wohl noch nicht. Aber krass auch, wie groß das Ding war, ne? Denkt man ja mal gar nicht. Mal gucken, ob da was blinkt oder leuchtet. Also was auch immer da unten war, ich hab's eingesammelt. Das ist nicht so gut. Also es ist mittlerweile schon das dritte Mal, dass ich diese Quest mache. In my life. Ich muss sagen, ich finde es immer noch ein bisschen tricky, die ganzen Marken zu bekommen. Bin ich jetzt schon wieder hier gelandet? Einmal im Kreis, so lobe ich mir das. Na gut, wir wollen aber auch nicht ohne die Dienstmarken auftauchen. Also zumindest nicht, bis wir alle haben. Gut, ich bin jetzt wahrscheinlich so ziemlich außen rum gegangen. Ich kann ja mal gucken, ob hier so im mittigen Bereich noch irgendwas ist. Ich weiß doch gar nicht, haben wir hier. Aha. Mal gucken, obwohl vielleicht schickt er mich nur dahin, wo das Denkmal ist. Vielleicht auch nicht. Versuchen wir mal der Map zu folgen. Vielleicht zeigst du uns ja wirklich, wo die nächste Dienstmarke ist. Das wäre doch schon mal sehr positiv. Da irgendwo? Aber da kann ja nichts sein. Angeblich soll da was sein. Guck mal, ich kann ja auch keine Karte aktivieren. Ja gut, dann hat sich das ja auch erledigt. Aber da drüben kann ich doch nicht hin. Das ist doch Bullshit.
Das ist doch alles Mist. So, genau. Gucken wir noch ein bisschen in der Nähe des Markus, weil das war für mich ja gerade eine neue Entdeckung. Ob wir hier vielleicht noch irgendwas finden. Was ist denn hiermit zum Beispiel? Ach ja, das war das, wo ich schon tausendmal dran vorbeigelaufen bin. Sehr schön! Ich werde, ich habe eine so richtig, richtig markante, dicke Stelle einfach übersehen. Gut, das kann vorkommen. Es sollte nicht, aber es kann. Plopp! Ja, aber hier war ich doch bestimmt schon drin, oder nicht? Seht ihr, meine ich doch. Okay, das zieht sich jetzt echt ein bisschen. Da war noch was. Da war noch was. Raffiniertes Element Zero. Was ist das da? Ja, ne? Da müsste ja auch noch irgendwo was sein. Irgendwo muss ja noch was sein, da bin ich mir ganz sicher. Aber ich sehe es leider nicht. La Normandie. Ja, gut. Boah, jetzt kann ich hier noch nicht mal hoch, ey. Das ist eine der Sachen, die ich bei Messerhack beispielsweise sehr nervig finde, dass man nicht springen kann. Das muss ich schon sagen, das ist schon ein extremer Abturner für mich gewesen. Auch wenn man sagen muss, dass das Spiel nicht unbedingt so darauf ausgelegt ist, dass man jetzt springen können muss. Von daher passt das schon. Ich hatte das ganze Areal auch ein bisschen größer im Kopf, muss ich ehrlich sagen. Also das kommt mir jetzt voll klein alles vor. Waren wir hier schon? Wahrscheinlich, ne? Aber ja, hier war ich gerade. Oh Gott, das ist ja schrecklich, ey. Das ist ja grausam. Ups. Jetzt war ich kurz wieder. Komisch. Na gut. Also, es nimmt zum Glück immer noch auf. Ich habe es jetzt mehr oder weniger in so eine Art Fenstermodus gestellt. War ich hier nicht schon drin? Was für eine Frage, natürlich. Vielleicht jemand hier, die Gletscher habe ich auch schon. Begutachtet. Ja, das ist ziemlich kacke. Ziemlich Glückack. Tja, wir sind schon wieder hier. Gott, das ist ätzend, ey. Also langsam ist es dann auch echt nicht mehr witzig. Ich frage mich gerade, komme ich da irgendwo rauf? Von hier bestimmt, ne? Jöjö! Vielleicht. Entschuldigung. Vielleicht finden wir hier auch noch was. Hier so versteckt. Nope! Das ist unschön. Zeit gucken.
Boah, wir suchen jetzt aber auch schon ganz schön lange, muss ich sagen. Das ist auch langsam nicht mehr witzig. Gucken wir mal kurz. Tali Verrat. Ah, Tali hat ein persönliches Anliegen, über das sie gern sprechen würde. Das heißt, wir haben noch was zu tun, bevor wir die Hauptquest machen können. Das ist sehr schön. Ja, mal gucken. Feuergänger. Okay, da. Ich kann aber nicht gucken, wie viel ich schon hab, ne? Das ist sehr traurig. Das ist sogar extrem traurig. Okay. Ich dachte, ich wäre hier tausend und tausendmal durch. Da ist auch noch eine. Was ist denn hier los, ey? Jetzt kommen hier auf einmal die ganzen Dienstmarken. Wie geil. Immer wenn man kurz vorm Aufgeben ist. So, jetzt haben wir 20 Stück. Alle beisammen. Wo stellen wir das Denkmal auf? Ich weiß es nicht. Das ging dann auf einmal doch recht schnell. Können wir das hier irgendwo hin machen? Ich glaube, hier ist so relativ mittig. Oder ist es egal? Ich muss sowieso mal wieder gucken. Ich habe ja letztens wieder tausend Sachen umgestellt. Nein. Das wollte ich. Also ich habe dafür die F-Taste auch immer noch genommen. Komisch. Na egal, suchen wir uns ein Örtchen und dann auch weg hier. Langsam ist mir das nämlich ein bisschen zu langweilig. Ich glaube, da halt, wo diese Eingänge zu diesen Dingern waren, wurde immer angezeigt, dass man da das Denkmal platzieren kann. Hier so zum Beispiel, ne? Ich drücke F. Okay, jetzt war es auf einmal T. Ich habe jetzt einfach mal alle Knöpfe ausprobiert, weil ich keinen Bock mehr hatte, hier großartig zu gucken. Ich muss ja mal gucken, welcher Knopf T ist, was dann damit gemeint ist. Obwohl, ich glaube, so eine Mission werden wir auch nicht nochmal haben. Was ist das denn für ein. Achso, das ist die Normandie und das ist so eine Art Schweif dahinter. Sehr suspekt. Kann ich noch ein Denkmal platzieren oder was? Ich kann es anscheinend umplatzieren. Ne, lassen wir es mal da. Gut, dann schließen wir damit auch ab. Und kehren zurück zur Normandie. Und kehren zurück zu. Von mir glitscht auf einmal so weg. Ich dachte so, okay, dann bin ich jetzt da vielleicht drin und warte, dass was passiert. Aber es passiert einfach nichts. Was ist das für ein Kack? Okay, lange und langweilige Folge. Dafür gibt es jetzt aber gleich Action. Wir machen aber zuerst Thalays Mission. Und dann auch endlich mit der Hauptquest weiter. Yehi! Tali. Die war irgendwie. Ah ja, stimmt, die war bei diesen beiden Technikfreaks da. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Dankeschön. An die Normandy, besten Dank. Achso, das war ja das noch, ne? Genau, das war auch das alte. Daten über die Abschlussstelle der Normandy. Die Allianz weiß die Übermittlung der von Ihnen an der Abschlussstelle der Normandy gefundenen Informationen zu schätzen. Und wir haben alles an die betroffenen Familien weitergeleitet. Durch diese Dienstmarken haben sie vielen Menschen ein wenig Seelenfrieden gebracht, Commander. Ich spreche Ihnen in Ihrem Namen meinen Dank aus. Gern geschehen.
Sagt so, Talay, Talay. Talay, Talay.